Willkommen zu einem neuen Almost Daily in dieser widerlichen Zeit, die wir euch ein wenig versüßen wollen. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich Ben, Marc und mich. Bis gleich beim Almost Daily. Herzlich willkommen hier auch an Ben. Hallo Lars. Schön, dass ich dabei sein darf. Und natürlich auch an Marc. Hallo Lars, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Sehr schön. Also wir haben uns ja vorher natürlich nochmal kurz unterhalten, über was wir heute sprechen könnten. Und es fiel zumindest mal das Stichwort Hobbys in der Quarantäne. Und Ben, ich glaube, du hast ein neues Hobby gefunden oder planst du noch ein neues zu bekommen? Ich wünschte, nee, eigentlich sind bei mir nur die alten Hobbys so ein bisschen ausgebaut. Ich habe kurzzeitig mal versucht zu puzzeln oder so, aber das ist kläglich gescheitert, weil ich irgendwie einfach keinen Sinn im Puzzeln sehe. Deswegen bin ich bei den Basics geblieben, bei so Musiksachen, Musikproduktion. Ich habe so arsch viel investiert, sag ich mal, in mein Schlagzeug-Setup, Aufnahmesetup, den ganzen Quatsch, um da mal irgendwie besser zu werden, viel gelernt und so, aber nicht wirklich was Neues. Glaubst du so, weil ich höre von einigen Leuten, dass sie das Puzzeln angefangen haben. Glaubst du, man fängt das Puzzeln an, weil so viele Leute davon sprechen, dass sie gerade puzzeln und dann will man das auch mal ausprobieren? Oder ist das so ein Quarantäne-Ding, dass man sagt, ja okay, wenn ich jetzt was machen Leute, die viel zu Hause sind? Was machen Rentner, die puzzeln doch gern? Dann fange ich jetzt mal auch an zu puzzeln. Was macht man im Altenheim? Das ist die Frage, die man sich erstmal stellt. Ne? Geht man davon aus? Ja, wahrscheinlich stimmt das. Wahrscheinlich hört man das, dass andere puzzeln und das voll geil fanden. Weil eigentlich macht es ja auch Sinn, ne? Du kannst sehr viel Zeit da reinbuttern, du kannst so nebenbei ein Hörbuch hören. Das ist so eine repetitive oder so eine Aufgabe, wo du genau weißt, was du zu tun hast. Also, das macht schon Sinn irgendwie, ne? Finde ich auch. Und da frage ich mich halt, ob man vielleicht auch so ein neues Hobby starten, also so eine Bewegung starten kann. Weißt du, wenn es eben wirklich der Grund ist, dass so viele Leute sagen, ich mache das gerade, dass man jetzt einfach eine neue Bewegung startet. Also klar, Schach und so ist ja auch dadurch entstanden, natürlich durch eine sehr populäre Netflix-Serie, aber eben auch durch so viele Leute und durch Fabian Krane, der das hier auf den Sender natürlich. Ich wollte gerade sagen, ey. Also eigentlich hat es Fabian Krane gestartet, diesen Trend. Und ich finde, wir sollten uns eingetreten. Was sagt ihr zum Beispiel zu mathematischen Ableitungen? Definiere genauer. Definiere es. Ist das, ist nicht das, wo man alles auf eine Seite bringen muss. Das wäre ja eine Gleichung. Ableitungen wären, achso, man vereinfacht dann so, oder? Gleichungen vereinfachen, ist das eine Ableitung? Also es ist ja nicht so, dass ich das Hobby schon gestartet hätte. Das heißt, ich müsste mich da schon nochmal reinfuchsen. Aber es war doch dieses f von x ist gleich. Und erste Ableitung ist dann irgendwie f' von x, ne? X. Und die zweite ist wäre das f2' nicht eine Funktionsdiskussion? Das hoch 2 wird so nach vorne gezogen, dann kommt die 2 irgendwie davor, so, ne? Also ja, 2x, ja. Nee, x hoch 2 abgeleitet ist 2x und so, war das? Ja, genau so. Genau. Ich will das auch gar nicht, dass wir jetzt Ableitung nochmal erklären. Doch, lass uns das ruhig alle machen. 2x ja, gut. Dann haben wir doch ein Thema. Dann löse bitte folgende Aufgabe, Marc. Nein, aber ich glaube, ich weiß noch, ich bin ja immer relativ, ich habe Mathe gehasst immer. Aber ich habe schon dann an der einen oder anderen Sache ein bisschen Freude gefunden. Und ich weiß noch genau, bei Ableitung war das schon so ein bisschen was Meditatives, dass ich auch mal einfach an einem Nachmittag ein paar Ableitungen gemacht habe, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Und es ist ja eigentlich auch nichts anderes als so ein Sudoku-Rätsel lösen, ein besonders schwieriges. Also wieso nicht auch mal so Ableitungen? Und dann weißt du, dann sage ich das, ich poste jeden Tag auf Twitter meine Ableitung, guck mal, wie geil, dann kommen vielleicht ein paar ZuschauerInnen, die das auch schreiben, hier habe ich jetzt auch mal gemacht. Und dann kommt irgendwie Eddie, der sagt, ja, ich wollte schon lange mal wieder eine Ableitung machen, dann gibt es vielleicht den ersten Podcast nur über Ableitungen und dann können wir so eine richtig sinnvolle Bewegung starten. Ja. Wie stark. Aber wo du es sagst, ich habe eben, stand ich kurz draußen auf dem Balkon vor der Tür. Hab eine Ableitung gemacht. Nee, aber da gibt es ja so ein bisschen so ein Genre, ich weiß nicht, ob das nur in meine Bubble reingeflogen ist, aber dieses, hey, kannst du diese knifflige Matheaufgabe lösen? So, weißt du, also in so News-Blogs und so tauchen hin und wieder häufiger mal so vermeintlich schwere Matheaufgaben auf. Und ich frage mich gerade, ob das, was du gerade schilderst, vielleicht auch ein bisschen so ein Trend ist, wie Schach oder so. Tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie viel Quatsch du gerade machen wolltest und wie viel du wirklich sagst, was gerade ein Trend ist.
Nee, der Trend ist ja noch nicht da, aber offensichtlich habe ich da vielleicht schon diese ersten Ausprägungen verpasst. Und wo sagst du, wo sieht man das? In welchen Foren? Und was oder ist es du, ich gucke jetzt mal genau auf die Google-News-Seite, wo ich eben hingeguckt habe, und sag dir den Urheber von der Gleichung. Das ist so zwischen diesem Tanker der Kanal. Hier zum Beispiel, T-Online, Logikrätsel. Und dann steht da so eine Aufgabe, möglichst vier Sechsen. Da kann man natürlich auch wieder vermuten, ob da Satan hintersteckt. Und das sind immer so, scheitern sie auch an dieser kniffligen Matheaufgabe. Und das habe ich tatsächlich häufiger bei mir in so einem News-Ding gehabt jetzt. Ich finde, Lars, wir sollten da dranbleiben, konkret auch an den Ableitungen. Ich weiß bloß nicht, ob es für die Show dann zu trocken wird. Deshalb würde ich mir vorstellen, dass ab und zu immer so zwischendurch, wie beim Schachboxen, wo es dann ab und zu nochmal in den Boxring geht, dass stattdessen Nils und Andreas da stehen und ab und zu noch einen Witz reißen zwischen den Ableitungen. Und damit haben wir dann den Titel der Show. Das werden nämlich die Witzableiter. Alter, man merkt, dass du ein Mann vom Fach bist. Ey, das sitzt ja jetzt schon. Du hast dir bestimmt kurz gedacht, so, oh, ich will jetzt diesen Gag mit Witz ableiten, aber ich muss schon echt lange ausholen, um das zu erklären. Fuck it, ich mach's trotzdem. Seit 5 Minuten brennt's mir auf der Zunge hier. Ja, gut, aber Ben, was du gesagt hast, erinnert mich auch an, kennt ihr diese Werbung, die ab und zu angezeigt wird von Handygames, wo du so ein Männchen bist, das in einer Kammer eingesperrt ist? Ja. Ne? Und dann ist da das andere Monster und du musst entscheiden, welches total, du als aufmachst. Und ich gebe zu, ne, ich habe noch nie eins davon runtergeladen, weil ich mir dachte, lass mich doch nicht verarschen hier, weil dann immer auch so blöde Werbesprüche stehen wie nur 1% der Leute schaffen das oder keine Ahnung. Wenn du das schaffst, bist du einfach der klügste Mensch. Bist du ein fucking Genie. Und in der Demo stellen die sich extra so dumm an, dass man sich so denkt, so ich will dem jetzt helfen. Das ist echt so, da wird der Helferinstinkt angesprochen. Ich denke, wenn du daran scheiterst, dann muss ich kommen und dir helfen, weil das ist doch so einfach. Aber habt ihr das mal runtergeladen? Habt ihr das mal gespielt? Nein, ich habe mich auch gefragt, wer spielt denn so eine Scheiße? Weil man sieht die immer, die Dinger. Ich hatte instant Bock, das zu machen und habe dann da drauf geklickt und es dann, aber da passiert sowas nicht. Da ging es 2 Minuten drum, irgendwas anderes zu machen oder so. Ich wollte ja nur konkret solche Rätsel eins nach dem anderen eben schnell lösen, weil ich da Bock drauf hatte, aber das passierte da nicht, wo man da drauf geklickt hat. Deshalb habe ich es schnell wieder verworfen. Was also Ben, wenn du dich fragst, welche Trottel klicken da drauf? Ja, ich zum Beispiel. Hä, was musste man dann stattdessen machen? Ein paar Ableitungen? Ach, oder? Dann hast du deinen Charakter da gewählt und dann bist du erstmal so losgelaufen oder so und das kam gar nicht zu diesen Rätseln, das war so ganz komisch, also wahrscheinlich so eine Werbehinhalte-Dingens und dann ploppen irgendwelche Banner auf oder so, schätze ich mal. Mhm. Aber so weit bin ich nicht gekommen, weil ich wollte einfach Idee, nur schnell diese ich Dinger machen. Ganz stark, dass du so Ableitungen als so Sidequest anbietest. Wenn du zum Beispiel bei Warzone, wenn du da im Gulag bist, da werden erstmal Ableitungen, geballert. Das und dann ja kommst du raus. Du hast immer die Möglichkeit, also entweder schießt du halt jemanden genau, in den Kopf und kommst dann ein Messerkampf auf den Tod oder eine Ableitung. Und wenn du schon zu einem späten Zeitpunkt im Spiel stirbst, musst du auch die zweite Ableitung machen. Oder so. Das klingt das aber so ein bisschen nach so einer Marketing-Idee von so ein paar alten Lehrern, die auch in Informatik so ein bisschen was drauf hatten und dann so dachten, hey Kids, Computergames müssen nicht immer nur ballern sein. Genau, ja. Jetzt gibt's auch was fürs Hirn. Und ich bin ein ganz besonderer Magier, ich bin ein Mathe-Magier. Das ist ja der Hammer, ey. Ein Mathe-Gulag. Gibt es eigentlich auch bei Abi-Prüfungen, dass man, wenn man das nicht gleich besteht, erstmal ins Gulag kommt? Ins Abi-Gulag? Ja, genau, wenn du unter 4.0 bist, kommst du erstmal ins Abi-Gulag. Und dann musst du halt dich mit dem anderen, der auch rausgeflogen ist, musst du einen Messerkampf dann machen. Und dann guckt man den saublöden Typen zu, wie die sich prügeln. Toll. Oh Gott, das ist Prügel-Abi bekommen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Dann komme ich noch mal kurz zurück zu den Logikspielen. Geht's euch auch so, dass ihr manchmal, weil ich habe ja gesagt, eigentlich reizt mich das total und ich fand es total spannend und würde es sehr gerne machen, hab's aber dann doch nicht runtergeladen. Und ich glaube, das liegt oft an so einem komischen Marketing, das ich nicht mag. Und ich unterstütze dann oft Dinge, die so ein seltsames Marketing haben, auch wenn die Firmen manchmal ja also jetzt gar nicht das selbst entwickelt haben oder so, dann mache ich das aus Protest nicht. Wenn da sowas steht wie nur 1,4% der Frauen schaffen das und jetzt klick mal hier drauf, dann mache ich das aus Protest nicht. Kennt ihr sowas auch, dass euch Marketingmaßnahmen auf den Geist gehen? Ja, sehr. Also ja, ich finde zum Beispiel, sorry,
Dieses Beispiel von wegen, hey, was so als YouTube-Vorlauf-Videos immer läuft, wo man gezeigt bekommt, wie einfach man einfach Millionär wird, wo man auch so denkt, wenn hier Rainer aus Buxtehude das schafft, Millionär zu werden und jetzt offensichtlich ein Lambo fährt, dann kann ich das auch. So, dahinter frage ich überhaupt nicht, was dahinter steckt, weil ich so denke, da bin ich mir echt zu schade für, davon abgeholt zu werden. Das ist witzig, dass du das sagst, weil exakt das wollte ich auch gerade anführen. Diese Videobeispiele vor allen Dingen dann, also wer klickt da wirklich drauf? Und vor allen Dingen, warum, Rainer, wenn du so schnell Millionär geworden bist und das dein Lambo ist und so und du schaltest jetzt teure Werbung auf YouTube, warum hast du eigentlich kein Geld für einen Kameramann, sondern musst das so dumm mit dem Handy filmen oder so? Das frage ich mich dann immer noch. Ist das immer so die übelst ranzigen Scheißvideos sind und so weiter? Also Rainer, das kommt nicht authentisch rüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding ist ja, dass die so schnell reich werden, dass Amazon die neue Kamera noch gar nicht geliefert hat und er unbedingt schnell mitteilen wollte, wie reich er geworden ist. Ja, das kenne ich auch mit diesen Dingern, aber bei mir geht es auch oft so bei, sagen wir mal, wirklich seriösen Firmen, die dann versuchen, Marketing zu machen und es geht dann in eine falsche Richtung. Und ich muss sagen, es ist so ein bisschen auch zu einem Hobby, vielleicht ist es ein Quarantäne-Hobby, aber eigentlich war es schon vorher, eins, die Kommentare durchzulesen bei Sponsored Posts. Also wenn jetzt Firma XY eine Werbekampagne startet und dann kriegst du es auf Instagram angezeigt. Und ich schaue mir immer gerne die, auch wenn mich das Produkt überhaupt nicht interessiert, schaue ich mir immer die Kommentare an, weil da sind dann meist auch nur, wenn es jetzt nicht große Reichweiten bezahlt wurden, dann sind dann meist auch nur so 2-3 Kommentare, die fast immer auch kritisch sind und oft dann auch so gegen die Marketingmaßnahmen. Also sie sind da gar nicht gegen das Produkt, sondern oh, wie ihr das jetzt gerade bewerbt, das ist ja albern. Das ist ein Hobby von mir. Stark. Ich finde bei den Werbungen auch immer geil, diese unprofessionell gemachten Videos, wo Marc das gerade sagt. Also manchmal kommt im YouTube-Vorlauf, also ich sag mal 90% des YouTube-Vorlaufs sind ja so etablierte Sachen, keine Ahnung, kriegst du so Razer-Grafikkarten, weiß der Teufel was oder so, angeboten. Und so 10% davon sind so privat gemachte Sachen vom Pferdehof Buxtehude oder so ebenfalls wieder, wo du so ein 5-Minuten-Video dir angucken kannst, dass du mal Urlaub da machen könntest, dass es auch was für die Kinder ist und so. Und dann haben die so einen ganz schlechten O-Ton mit Raumton da drin. Das genieße ich total. Ich gucke mir diese 5 Minuten dann durchgehend an, weil ich diese, also aus unseren Augen, laienhaft produzierten Werbevideos einfach köstlich finde. Ich könnte mir auch eine Show angucken wiederum, die nur laienhafte Werbevideos quasi let's viewed. Und wollen die damit so ein bisschen so einen authentischen Vibe rübergeben oder meinst du, die haben wirklich einfach nicht die Kohle gehabt für eine ordentliche Kampagne? Ich denke halt, dass natürlich die Agentur in Anführungsstrichen vielleicht auch ein Tick provinzialer ist und es der Sache wahrscheinlich auch noch gut tut, tatsächlich, wenn da einfach so ein bisschen naive Musik drunter läuft, weil ich sag mal, die Zielgruppe ist ja vielleicht dann auch eher so Ü40 Facebook, die jetzt gar nicht da mit so einer krassen Medienerwartung rangehen, sondern die einfach sagen, ach, das sieht ja nett aus, oder? Ola, das sieht doch nett aus, da können wir doch mal hin mit den Kindern. Und dann funktioniert das ja auch voll. Ich meine das auch gar nicht so zynisch, dass ich das kacke finde. Ich gucke mir das, glaube ich, auch deswegen gerne an, weil es einfach so ein bisschen ein Stück heiler ist, weniger zynisch oder so. So wie wenn man sich teilweise in seinem Insta-Feed, sind ja manchmal Posts von Leuten aus der Heimat von früher oder so, die einfach auch viel, sag ich mal, naiver oft daherkommen, als jetzt von so Freundeskreis Rocket Beans, so, wo die Leute einfach ein bisschen mehr in den Medien stehen und gegebenenfalls eine Followerschaft haben. Wenn man einfach zum Beispiel nur Pferdefotos zum Beispiel auch wieder sieht von Leuten und sagt, hey, auf den mit so einem netten Motivationsspruch darunter und so, das finde ich irgendwie nett, weil einen das so aus der Bubble so ein bisschen rauszieht und man rafft, dass die Welt da draußen auch eine andere ist. Noch krasser ist es ja bei solchen Werbungen, also bei YouTube, da kann man es noch verstehen, aber ich bin natürlich leidenschaftlicher Tagesschau-Gucker und regelmäßig davor läuft jetzt auch die Seitenbacher-Werbung und selbst die TV, also man kennt natürlich die üblichen Radio-Werbungen von Seidemacher, das tut auch dir gut und so weiter, das ist ja schon legendär. Aber die Fernsehwerbung ist auch so schlecht gemacht, so schlecht gefilmt und das Logo und so, also so richtig, ja, weiß ich auch nicht, als wenn der Onkel, der macht so ein bisschen was mit Video, der kann das doch vielleicht machen. Sieht es wirklich aus und da frage ich mich auch, ist das die Idee oder ist das, winken die das wirklich so durch und sagen, nee, komm, das machen wir jetzt mal so. Also das checke ich auch überhaupt nicht. Also da kann ich mir beides vorstellen. Ich glaube, einerseits passt es ja einfach so zu diesem Produkt, so wenn du dann so Seidenbacher Müsli und so, das ist ja alles schon so ein bisschen provinzmäßig Heimat.
Genau, Heimat. Und dann passt es ja auch irgendwo, wenn du sagst, okay, wir machen auch die die Produktion darf jetzt auch nicht so High-Class-Super-Werbedings sein. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass das so ein Team ist bei Seidelbacher Müsli, dass sie sagen, du kennst doch der Uwe da drüber, gell? Der wohnt doch von nebenan, der hat doch eine Kamera, gell? Und der kennt sich doch aus mit den Medien, der hat doch schon mal einen Podcast gemacht oder so. Kannst du denn nicht mal fragen, ob der für uns so Seidelbacher Müsli? Ajo, ich frag mal der Uwe, wenn er keine Zeit hat, der Karl hat immer Zeit. Ja, wahrscheinlich ist es genau das. Es tut der Sache gut und es ist auch das, was Lars gerade sagt. Das geht einfach Hand in Hand vielleicht bei der Sache. Aber horch, 200 Euro muss ich dafür schon haben. Ja, sicher, sollst du haben, klar. Hast ja auch Aufwand. Ja. Und, aber ganz kurzer Einwurf noch, weil ich mich das auch immer beschäftigt, wenn wir beim Thema Werbung vor Tagesschau sind. Da ist mir noch mal aufgefallen, wie absolut, kalt kalkuliert sich Dirk Rossmann in die Bestsellerlisten gemogelt hat, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dieser Rossmann-Chef, der hat ja jetzt einfach mal einen Roman geschrieben und ist in den Bestsellerlisten einfach nur, weil er jeden Tag vor der Tagesschau eine Werbung für sein eigenes Buch macht und dann sagt, ja, das gibt's übrigens bei Amazon und in allen Rossmann-Filialen. Und dadurch ist er in die Bestsellerlisten, obwohl er nie ein Buch geschrieben hat oder sonstiges. Ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, kleine Nebenanekdote, aber ist mir dabei auch noch aufgefallen. So, zurück zum Thema. Ein Roman oder ist es? Ja, ein Roman. Es geht wohl irgendwie um den Klimawandel oder so. Irgendwas mit Oktopus oder so. Und das ist wirklich wie Cheaten in einem Videospiel, weil er ist einfach dicker Millionär und hat sich einfach 1000 Werbeplätze gekauft, die wahrscheinlich nicht ganz günstig sind, direkt vor der Tagesschau, und hat so sein Buch einfach mal in die Bestsellerlisten reingekauft, ne? Ja. Aber das ist, fand ich sensationell, egal, aber soll jetzt wirklich nicht das Thema sein, wollte ich. Aber ich finde es ganz witzig, weil ich habe gestern Abend auch so ein YouTube-Ding geguckt, wo die auch gesagt haben, ein Hollywood-Film kostet Summe X, meinetwegen 50, 100 Millionen oder so. Und du kannst quasi das verdoppeln, einfach nur mal für die Marketingausgaben. Ich weiß nicht genau, wie überspitzt das gemeint wurde oder ob das wirklich so ein Ding ist, dass der Film 80 Millionen kostet und das Marketing dahinter nochmal 80 Millionen. Weil ich könnte es mir ehrlich gesagt vorstellen, wenn du jetzt wirklich an die Marketingmaßnahmen denkst von Marvel oder von Disney-Produktionen, die sind ja einfach absolut omnipräsent. So, die sind ja wirklich an jeder Wand, in jedem YouTube-Vorlauf, auf TV, Instagram, überall wird da ja einfach nur penetriert mit dem Thema, ey, wir haben diesen neuen Film und es kostet natürlich arsch viel Geld, ne? Das wäre heftig, würde mich jetzt aber auch nicht wundern, weil man ja schon häufiger auch hört, auch irgendwie, was war's? Red Bull oder so haben ja auch so gigantische Marketing-Ausgaben immer gehabt und sind dadurch natürlich auch so wahnsinnig erfolgreich geworden, obwohl es ja im Endeffekt einfach nur ein Drink war, der in Thailand da schon gebraut wurde und getrunken wurde und halt keinen riesen Marketing dahinter steckte. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich frage mich jetzt im zweiten Schritt aber, ob diese Marketingmaßnahmen gerade so bei Filmproduktion auch wieder so ein bisschen runtergehen oder generell durch das Influencer-Marketing so ein bisschen runtergehen, überall. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube gerade so am Anfang hast du Influencer teilweise auch für echt wenig Kohle bekommen und dann haben die da ihren, keine Ahnung, 500.000 Followern eine Werbung präsentiert. Mittlerweile sind die Preise natürlich angezogen worden, auch bei Influencer. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass du, wenn du jetzt dann irgendwie so einen neuen Film hast und dann fragst du eben, keine Ahnung, 10 bis oder 100 bis 200 so auch Mikroinfluencer an, die nur, was weiß ich, ein paar tausend Follower haben oder so. Mhm. Und die sind dann noch relativ günstig zu haben. Und dann hast du eigentlich mit wenig Geld wahrscheinlich ein relativ großes Schneeballsystem ausgelöst. Weil das zieht ja dann im Endeffekt auch wahrscheinlich ganz gut, wenn dir dein liebster Influencer oder deine liebste Influencerin irgendwie erzählt, der Film sei gut. Und dann gehst du da eher mal hin. Was wieder zu dem anderen Thema kommt, über das wir sprechen könnten, mit dem Freunde-Werbung. Da hatten wir privat schon mal drüber geschnackt. Aber dass Freunde-Werbung so gut funktioniert. Aber lass uns gerne auch noch mal bei den Marketing machen. Meint ihr, es ist günstiger geworden durch InfluencerInnen? Ja, oder beziehungsweise meint ihr, dass man, wenn man das jetzt verbindet, dieses Marketing und die Hobbys zum Beispiel in der Quarantäne, wenn du jetzt mega reich bist, kannst du jedes Hobby nur durch dickes Marketingbudget zu einem Erfolg machen. Also beispielsweise, du bist semi-guter Musiker, machst einen Hit, kaufst dich, kannst du ja heutzutage in die Streaming-Listen auf Platz 1 sozusagen. Das geht ja mittlerweile. Dann kommt ja keiner mehr drum rum, das
zu hören, sozusagen, dieses Lied, oder dem Beachtung zu schenken. Oder du, wie Dirk Rossmann, ja, mein Gott, hier Drogeriegeschäft ist ja toll und so, habe ich jetzt einiges erreicht, aber ich wollte ja eigentlich immer großer Bestseller-Autor sein. Ich schreibe ein Buch, pack da mega Marketingbudget drauf und dann ist es klar, dass es irgendwann auch genug Leute kaufen, dass es in den Listen ist. Oder ich bin Milliardär und male auch ein bisschen gern und bezahle dann 100 Influencer, dass sie sagen, hey, das sind wirklich tolle Bilder, guckt euch das mal an. Und dadurch wird es ein Erfolg. Kann man sich theoretisch jeden Erfolg oder sein Hobby erfolgreich machen, wenn man das entsprechende Geld hat sozusagen? Also das ist ja, dass man sein Hobby so hoch cheatet. Wahrscheinlich. Ich glaube schon, ey. Also ich meine, es gibt bestimmt Sonderfälle, wo es jetzt vielleicht wirklich nicht funktioniert. Aber wenn es irgendwie im Rahmen ist von so, okay, ich könnte mir das theoretisch angucken auf einer 1-Minuten-Basis, dann kannst du, glaube ich, mit Geld alles zum Erfolg führen. Oder man es sagt wird ja halt auch, so ein, ja. Man sagt ja auch, um einen Namen weltweit bekannt zu machen, braucht man 1 Million Dollar. Und es ist dann auch wurscht, was diese Person macht oder wofür. Vielleicht kann man sich das ableiten, diese Regel. Aber dieser gab es nicht auch diesen Friday-Song oder sowas, wo so ein reicher Daddy einfach der Tochter die Produktion oder das Musikvideo einfach so geschenkt hat, was dann eher so in die andere Richtung ging? Also bekannt wurde es auch, aber es war dann eher so dieser, oder? Dieser, es ist doch dieses. Das meist gedislikte Video, meinst ja, du? Ja, genau. Es geht natürlich auch so rum. Aber zumindest kennt jeder den Song so ungefähr. Ja. Damals zumindest. Ja, ich finde es spannend und ich habe auch wieder ein bisschen Hoffnung jetzt in meiner Ableitungsnummer, dass man da vielleicht ein bisschen Geld. Man könnte ja wie heißt das? Geld, Crowdfunding starten für Ableitung. Wir fahren eine Kampagne für unser Hobby. Ob es jetzt Ableitungen letztendlich werden oder nicht, können wir ja nochmal drüber diskutieren. Aber dann schauen wir mal, wie viel Kohle zustande kommt und wie weit man zum Beispiel mit 10.000 Euro Marketingmaßnahmen mit seinem Hobby kommen kann. Ich glaube, da hat ja Marc Lehmann in dem Beispiel schon den Weg zum Ruhm und zum Geld natürlich schon skizziert mit seiner Killershow Witzableiter. Mhm. Da, glaube ich, muss man von unserer Seite jetzt aus nicht viel investieren, denke ich. Und du hast ja auch kein Produkt. Sonst. Obwohl, du könntest jetzt schnell so eine App hinfuschen mit so ein paar Ableitungen drin. Und die könntest du richtig schnell zu Geld machen in dieser Zeit wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das Problem ist ein gutes Hobby. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, es würde nicht mit allen Hobbys gehen. Ich überlege gerade, mit welchen Hobbys es geht. Ich glaube, es muss sehr accessible sein. Also, wie heißt es? Erreichbar? Nee. Naja, auf jeden Fall muss man schnell Zugang dazu haben. Ja, ich glaube, es muss generell ein Hobby sein. Ich glaube, du könntest jetzt nicht sagen, ey, das neue Ding ist jetzt einfach Nägel in den Baumstamm ballern. So, und das ist das Ding, mit dem ich jetzt marketingmäßig an die Spitze komme. Ja, könnte, aber es würde zumindest das Kriterium Accessibility erfüllen. Du hast überall einen Baum und kannst relativ schnell an Nägel kommen. Wenn du jetzt sagst, Schach spielen, du kannst jederzeit online Schach spielen. Deswegen hat das so gut funktioniert. Puzzeln, jeder hat irgendwo noch ein altes Puzzle-Ding rumliegen oder man kann sich was schnell kaufen. Bei Ableitung ist es so, du müsstest eigentlich erstmal nochmal dein Abi nachholen oder zumindest nochmal ein bisschen die Schulbank drücken. Könnte daran vielleicht scheitern. Obwohl, ich meine, Mathe ist ja sehr skalierbar. Du kannst ja schon damit anfangen, dass es jeder kann, dass es jeder schafft. Wie ähnlich wie bei diesen Rätseln, die wir vorhin genannt haben, wo irgendwie so ein Monster ist, Goldschatz, Lava und so, diese Art von Rätseln. Da werden ja auch, sage ich mal, ich hoffe es, relativ einfache Modelle gezeigt, diesen Prüfungen, denen man sich gegenüber sieht in dieser App. Und ich glaube aber, dass es dann auch wieder skaliert wird, wenn du da ein Level 100 bist, stelle ich mir das schon so vor, dass es durchaus viel anspruchsvoller ist, weil da sonst wäre es ja viel zu accessible. Vielleicht muss das Modell, was man zu Geld macht, skalierbar sein. Vielleicht ist das Wichtigste. Finde ich das wichtigste Kriterium, ja, Skalierbarkeit. Habe ich jetzt mal bei Höhlen der Löwen gehört. Drüber gesprochen, sehr gut. Wo wir gerade drüber gesprochen haben, ist YouTube-Werbung so günstig, dass also diese Komm-in-die-WhatsApp-Gruppe-Werbung, ne? Das ist ja nicht so, dass wir das nicht alle schon gesehen haben, und zwar häufig. Also klar, einmal kannst du dir eine YouTube-Werbung leisten, aber so viele YouTube-Werbung, dass eigentlich schon jeder davon mitbekommen hat, ist es so günstig oder wie kriegen die das? Oder sind sie vielleicht doch so reich? Tja, na, gute wobei, Frage. Das ist ja wahrscheinlich irgendwie so Tausender-Kontaktpreise oder sowas.
Und dann muss er wahrscheinlich so und so viel hinlegen. Das und das gibt dein Budget her, so viele Kontakte. Und irgendwann ist vorbei und dann wird die Werbung nicht mehr angezeigt, oder? Keine Ahnung, wie das genau läuft. Ich habe mich aber das aber auch schon gefragt. Ey, man kriegt ja auch oft, ich kriege oft zum Beispiel auch Werbevorlauf von irgendeiner Band, von Tor zur Hölle aus Tötensen, die halt danach fragen, dass die einen Bassist suchen in ihrer Band. Wo ich so denke, ich liebe dieses Video, ich gucke mir das jetzt an. Aber wie zum Teufel habt ihr das jetzt finanziert? Also das kann nicht viel kosten, wenn jetzt eine lokale Metalband einen Bassisten sucht und das wird mir vorgeschlagen vor dem YouTube-Video, was ich gucken will. Habe ich keine Antwort drauf, aber eine Frage, die ich mir auch schon mal gestellt habe. Vor allem, dann kommt der Bassist in die Band und fragt, ob er mal einen Fuffi kriegen kann für den nächsten Auftritt. Nee, sorry, haben wir nicht. Aber eine riesen Marketingkampagne auf YouTube fahren. Ja, vielleicht ist es nicht so teuer, aber ich habe auch einen eigenen Erklärungsansatz noch gefunden. Und zwar ist es ja oft bei diesen Schneeballsystemen so, dass natürlich nicht jeder reich wird, aber einer wird schon oft gut verdienen daran. Also so einer, der zum Beispiel auch irgendwie so Coachings dann gibt, der kriegt er dann von jedem Teilnehmer, der dann in dem Schneeballsystem mitmachen möchte, kriegt er ja Kohle für das Coaching zum Beispiel. Und so ist es ja ganz oft auch so. Oder keine Ahnung, du kommst in die WhatsApp-Gruppe auch nur rein, wenn du dann irgendwie, was weiß ich, 1000 Euro investierst oder so. Bei so Aktiengruppen gibt es ja häufiger mal. Oder Bitcoin-Gruppen. Und deswegen ist es, glaube ich, ja schon so, dass mindestens eine Person da schon gut verdient. Und dann kann die auch schon sagen, ja gut, dann kann ich mir auch mal für ein paar tausend Euro so eine Kampagne fahren. Könnte auch eine Erklärung sein. Ja, ich höre dir zu. Ich hänge an deinen Lippen. Ich habe keine Lust mehr zu reden. Nein. Ja, das war dieses Marketing-Thema. Ansonsten vielleicht noch irgendwie ein anderes Hobby, das wir uns vorstellen könnten. Also bei mir war es natürlich in der Quarantäne ein bisschen Geogesser. Das habe ich ja eigentlich auch erst kennengelernt, als noch Quarantäne war. Also wir sprechen immer von Quarantäne. Das ist ja echt Quatsch. Als das Virus da war und ich glaube, es war im Sommer oder so, als ich angefangen habe zu spielen. Und das ist natürlich auch super zugänglich, schnell zugänglich und hat auch einen guten Wert. Und da kommt noch der große Vorteil hinzu, dass du das ja mittlerweile auch online gegen andere spielen kannst. Und ich glaube, das ist gerade für so Quarantäne-Hobbys wahnsinnig wichtig. Absolut, Lars. Ob Marc und Ben das auch so sehen, dass das so super wichtig ist und welches neue Hobby wir uns noch ausdenken werden für diese Quarantänezeit oder für eine, die noch kommen wird, das erfahrt ihr nach einer ganz kurzen Pause und dann sind wir gleich für euch zurück beim Almost Daily. Bis gleich. Da seid ihr ja wieder. Wir sind immer noch da. Ben, Marc und ich beim Almost Daily. Wir reden ganz viel über diverse Hobbyausprägungen und so weiter. Ich hatte vor der Pause noch angemerkt, wir suchen ja ein neues geiles Hobby und überlegen uns, welche Kriterien so ein Hobby erfüllen muss, damit es auch quarantänemäßig durch die Decke geht und es wirklich jeder Dritte eurer Freunde und Freundinnen das spielt und betreibt dieses Hobby. Und ich habe gerade noch ein wichtiges Kriterium genannt, und zwar muss man es auch gut online gegen andere spielen können, weil du kannst dich nicht treffen, hast aber trotzdem irgendwo die Begierde danach mit deinen Freunden oder zumindest mit fremden Leuten in irgendeiner Weise zu kommunizieren oder dich mit denen zu messen. Deswegen halte ich das für ein sehr wichtiges Kriterium. Wie seht ihr das? Weil beim Puzzeln ist es ja zum Beispiel nicht der Fall. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir hatten ja gerade eine Sekunde Zeit, um drüber nachzudenken. Ich glaube zum Beispiel, was zum Beispiel Schach ja auch so beliebt macht, ist ja genau dieses Phänomen. Man spielt das, oder so wie ich es jedenfalls spiele, so ein bisschen wie man früher Words with Friends gespielt hat, falls ihr das noch kennt, dass man einfach mehrere Matches offen hat. Es war quasi Scrabble, was man früher gespielt hatte. Und du hast so sechs Leute, mit denen du das spielst. Und immer über den Tag kann jemand einen Zug machen. Und man hat so verschiedene Matches, die man einfach so nebenher, neben seinem Alltag einfach weiterführt. Und so ähnlich funktioniert das beim Schach auch. Da trifft nämlich vollkommen zu, was Lars sagt. Diese Form der Konsumierbarkeit dieses Spiels ist halt perfekt. Und man kann es mit Freunden spielen, ohne dass man sich zwangsläufig verabreden muss und nicht sagt, ey, heute Abend spielen wir jetzt zwei Stunden Schach oder so. Sondern man kann es nebenher einfach auf seinem Handy laufen lassen und das funktioniert einfach von selber, ist halt ein Selbstläufer. Ich glaube, dieses Puzzle-Thema hat eher diesen handwerklichen Aspekt, dass man vielleicht gerade mal nicht auf einen Monitor guckt, dass man vielleicht gerade mal was mit seinen Händen mal wieder macht und mit Dingen, die man wirklich anfasst. Das sind vielleicht zwei verschiedene wichtige pandemische Hobbys.
Ja, bei das habe ich mir nicht auch gerade gedacht. Deswegen ist wahrscheinlich das auch nicht erfolgreich, online zu puzzeln. Weil bestimmt gibt es ja auch irgendwie Puzzle-Softwares oder so, dass du dann draufklickst, wenn du es gefunden hast. Aber das funktioniert ja eigentlich so überhaupt nicht in meiner Vorstellung, oder? Gar nicht, nee. Das muss schon richtig da liegen. Haptisch, ja. Was machen. Genau, ja. Das ist ja auch gerade was, wo man auch jetzt gerne in diesen Zeiten mal dem Bildschirm so ein bisschen entfliehen will vielleicht. Mhm. Ne? Weil man hängt ja jetzt gerade echt so viel davor. Und dann mal wieder sowas vor sich zu sehen, da einfach zu liegen und anzufassen und ja, so weiter. Ja. Das ist doch schön. Ich habe da nämlich auch dran gedacht, am Anfang, in diesem ersten Lockdown, oder sagen wir mal vor einem Jahr jedenfalls, habe ich super viel Hi-Fi-Kram und so gemacht, super viel Home-Improvement, habe so Lampen umgesprüht, gebastelt und so, einfach aus dem zuletzt genannten Grund, einfach handwerklich mal was zu machen und nicht vor dem Monitor zu hängen. Und Freunde von mir, die ihr beide auch kennt, die auch mit dem Puzzeln warm geworden sind während dieser Pandemie, die sind jetzt einen Step weiter und basteln Lego. Also auch skalierbar wiederum. Und der trifft auch den Punkt, dass man ja was handwerklich und man wirklich was baut mit seinen Händen. Also das ist nicht zu unterschätzen, dieses tatsächlich was machen mit seinen Händen. Ich glaube, viele Leute, die einen Garten haben zum Beispiel, die werden dieses Jahr den Garten ganz neu für sich entdeckt haben, schätze ich mal. Ja, der Gatter umbaue, umbuttle und so, das kann ich schon. Also das Ding ist, dass ich so weit weg von handwerklichem Interesse bin wie kaum ein anderer. Und ich kann mich in dich reinversetzen, dass du das schön findest, irgendwie so Dinge neu zu erschaffen und anzuzeichnen oder dass Leute gerne Lego bauen. Aber ich bin da leider ganz weit von entfernt. Ich weiß auch nicht. Hm. Ich habe einfach zwei, drei linke Hände. Dafür hast du dann mehr auf der Geogesser-Seite des Lebens gewonnen, sag ich mal. Das stimmt, ja. Ich weiß nur nicht, was sinnvoller ist. Also ich finde, Geogesser ist ein Spiel, wo man aber, glaube ich, trotzdem sehr viel tatsächlich allgebräuchliches Wissen aneignet sich, oder? Also ich finde, es ist ein Spiel, na klar, es macht Spaß, aber du lernst ja sau viel über Land, Kultur, über Erdkunde. Also das ist schon ein Lernspiel auch. Ja, vor allen Dingen weißt du jetzt auch ganz genau, wenn man dann irgendwann mal wieder reisen kann, was wir ja auch viel bewusster tun wollen und nicht mehr sinnlos um die Welt jetten, wie wir es ja alle früher getan haben, sondern gerade auch aus Klimaschutzgründen sich seine Reisen sehr genau aussucht und so weiter, dann hast du natürlich richtig viel gelernt und weißt, der Fleck der Erde, komm, da investiere ich jetzt mal ein bisschen meinen schlechten Fußabdruck auf der Erde, das lohnt sich auch wirklich, das gucke ich mir mal an. All diese Ecken der Erde, für die es sich lohnt, die hast du jetzt quasi kennengelernt und weißt, komm, da fliege ich mal hin. Das gucke ich mir mal in echt an und nicht auf dem Dachträger von so einem Google-Auto quasi. Also diese drei Langstreckenflüge, die man dann im Jahr noch so hat, muss man sich gut aussuchen, damit genau, es nicht richtig verschwenderisch ist, ja. Vieles kann man ja auch mit dem Kreuzfahrtschiff dann regeln. Da muss man ja nicht immer fliegen. Das ist ja auch ganz gut. Das ist eine gute Frage, Lars. Hast du jetzt, wo du so viel Geogesser gespielt hast, eher das Gefühl, dass deine Neugier abgenommen hat oder eher zugenommen hat? Weil genau genommen hast du ja viel mehr jetzt schon gesehen. Ja, ich finde das eine sehr berechtigte Frage, denn ich muss auch sagen, dass einige Dinge sofort ihren Reiz verlieren. Und ich denke, ihr wisst das auch, wenn man schon mal irgendwie sich auf einen Urlaub gefreut hat, dann siehst du irgendwie nur die High-Class-Fotos vom Urlaubsort, dann kommst du hin und bist immer ein bisschen enttäuscht, weil es in der Realität natürlich nicht so aussieht wie im Katalog. Vor allem, weil wir auch noch aus Katalogen buchen unsere Reisen. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Und dann ist es halt oft so, okay, dann siehst du halt doch den Müll auf dem Boden rumliegen, der dann eben weggefotoshoppt wurde. Und deswegen mache ich eigentlich immer, bevor ich reise jetzt, gerne auch mal Google Maps auf und schaue mir da das Street View an, um ein echteres Bild zu bekommen. Und ich habe jetzt schon wirklich bei vielen Ländern gedacht, ob ich da jetzt so unbedingt hinreisen muss, weiß ich gar nicht. Zum Beispiel Japan. Ne? Japan ist so eine Sache, die mich vorher eigentlich riesig, wahnsinnig gereizt, habe ich gesagt, das muss das schönste Land der Welt sein, vielleicht ist es das auch, aber ich bin bei Geogesser häufiger mal in Japan und ich muss sagen, oh Gott, also muss ich da jetzt unbedingt hin, weiß ich nicht. Aber in Japan jetzt wegen ländlich oder städtisch? Nee, also meist ist man da eher in so der Peripherie, also nicht in Tokio oder so, da ist bestimmt total aufregend, aber da bin ich bei Geogesser sehr selten bis nie. Es geht eher so um kleinere Städte irgendwo. Da bin ich selten. Das ist schön, wie du schon so eingetaucht bist. Na, da kann ich auch mal wieder hingucken. Es liegt ja auch nicht in deiner Hand leider, ne? Du kannst es ja nicht so richtig steuern, ja. Aber gibt es so ein Reiseziel, also wir sollten vielleicht nicht so viel über das Reisen sprechen, weil es einen nur noch traurig macht, aber wo ihr unbedingt jetzt hinwollen wollt, wo ihr jetzt in der Corona-Zeit auch noch mehr Bock drauf bekommen habt?
Der Mond. Tatsächlich nicht bei mir. Cheaper Gag. Nee. Nö. Das ist eure Antwort, ja? Nein. Das ist meine Antwort, ja. Generell raus. Mir wäre es dann fast egal. Also ich will einfach mal wieder raus, tatsächlich. Und, ja, ich glaube auch dieses... Es ist so runterskaliert, ne? Also das, man fühlt sich ja schon, wenn man jetzt einfach in ins Niendorfer Gehege hier in Hamburg geht, fühlt man sich ja schon so, als hätte man richtig was erlebt und müsste seinen Freunden davon erzählen. Das geht einem ja teilweise schon so, wenn man im Supermarkt war, dass man denkt, krass, was ich alles erlebt habe. Diese Erlebniswelt ist so runterskaliert im Moment, dass das voll der Erlebnis-Overkill wäre, jetzt am anderen Ende der Welt zu sein, weil man ja schon fast überfordert ist, wenn man ein Reh sieht. das macht mir nur traurig, diese Unterhaltung. Lass uns lieber wieder zu den schönen Dingen wie Hobbys oder so kommen. Zu den Hobbys. Ich wollte nämlich vorhin noch sagen, dieses Online-Gegeneinander-Spielen hat bei GeoGuessr sehr viel ausgelöst bei mir, weil ich eigentlich auch schon so keine Lust mehr hatte. Und dann kam dieses, dass man auch online gegen andere spielen kann, und das hat es wieder auferlebt. Und das Gleiche finde ich zum Beispiel auch bei FIFA. So FIFA hat man früher, als man angefangen hat, habe ich das zumindest auch sehr viel offline gespielt, dann eben gegen den Computer. Und ich habe das jetzt aber seit bestimmt 5 Jahren nicht mehr gemacht, weil das ja so langweilig ist. Also ich muss einfach gegen andere auch online spielen. Und ich frage mich manchmal, was den Reiz dann so ausmacht. Also klar, in der Quarantäne ist es natürlich besonders schön, mit Freunden dann auch spielen zu können, weil man sich ja sowieso nichts mehr zu erzählen hat. Dann trifft man sich Samstagabend bei der Webcam und weiß überhaupt nicht, was man sich erzählen soll, weil das größte Highlight war halt einfach der Supermarktbesuch. Und dann verstehe ich das schon, dass man dann auch so bei Spielen online gegeneinander spielen, dass man auch gegeneinander online spielen will. Aber ist es auch noch so ein anderer Faktor, dass man einen anderen Menschen fertig machen will bei FIFA? Ist es so, oder dass man auch vielleicht gedemütigt werden will, wenn man richtig 6-0 abgezogen wird? Also geht es dir jetzt speziell, also es geht dir jetzt nicht mal um mit Freunde spielen und die dadurch quasi zumindest online treffen, sondern generell gegen Menschen spielen, auch die du ja nicht kennst teilweise, oder was meinst du jetzt genau? Ja, also ich meine generell gegen Menschen spielen, habe dann aber auch schon ein Pro-Argument oder ein Erklärungsmodell präsentiert, nämlich klar, mit Freunden oder so weiter spielt man natürlich gerne, aber man spielt ja auch irgendwie online gerne gegen fremde Menschen. Also ich weiß nicht, wie das beim Schach ist, Ben, wenn du spielst du sicherlich auch online. Was gibt, oder spielst du manchmal auch gegen den Computer noch? Nee, nicht wirklich. Also ich finde, was du sagst, ist, also grundsätzlich muss man ja sagen, bei diesem Online-Spielen und Hobbys und so geht es ja ein bisschen darum, um seinen Erlebnishorizont zu erweitern, dass man Sinneseindrücke und Eindrücke, emotionale Sachen erlebt, die man im Regelfall nicht erlebt. Und da spielt das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall eine Rolle, wenn es jetzt kompetitiv ist, sich darüber zu ärgern, dass der doofe Thomas schon wieder 4-0 gewonnen hat. Das weckt ja in dir Emotionen, die du sonst nicht hast. Und darum geht's ja dann irgendwie, oder? Bei so Online-Spielen, beim Schach ist es natürlich auch nicht anders. Ich spiele natürlich viel gegen Gunnar zum Beispiel. Und wir haben da so halb so eine Fehde natürlich. Das ist auch oft schon dazu gekommen, dass wenn wir getrashtalkt haben, wenn der andere verloren hat, dass man wirklich ernsthaft salzig war. Also wo man wirklich gefühlt hat, das geht dem anderen gerade nahe. Na hoppla, wie ist das denn passiert? Und ja, weil wir da eine Welt des Schmerzes betreten haben, unter anderem auch. Aber auch eine Welt des Glückes. Das kenne ich zum Beispiel bei FIFA durchaus auch, wenn man mit Freunden viel spielt und irgendwann geht es einem halt auch ernsthaft auf den Sack, wenn man 5-0 eine reinbekommt oder umgekehrt. Aber ich glaube, warum das beim Schach auch nochmal schlimmer ist, und deswegen will ich das auch nicht spielen. Ich finde, Schach ist nicht nur ein Spiel, sondern es ist immer auch ein Messen, wer ist der Smartere. Und das ist natürlich Quatsch, ne? Man ist nicht schlauer, nur weil man im Schach gewinnt, aber für mich persönlich ist es so gebrandet mit, okay, du bist super smart und super schlau, wenn du im Schach gut bist. Ja, okay. Und wenn du mich schlägst im Schach, dann hast du mich halt gedanklich reingelegt. Du hast mich so überlistet, du hast mich schachmatt gesetzt, was ja immer so ein bisschen was von, okay, du bist so dumm, du hast diese Falle gar nicht erst gesehen und jetzt bist du reingetreten. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man da dann besonders salty ist, weil du durch einen Verlust beim Schach einfach zeigst, wie blöd du bist.
Ja, fairer Punkt. Schach hat vielleicht ein bisschen dieses Image-Problem, ne? Dass es so ein bisschen der Sport der Superklugen ist, wo die Nicht-Superklugen schon ein bisschen Berührungsängste haben, weil sie dann sich eventuell bloßstellen, dass sie nicht super klug sind. Was aber auch ehrlicherweise ja totaler Quatsch ist. Es ist, wie Jan Gustafsson ja selber auch in einem unserer vielen Schachshows immer sagt, es geht ja eigentlich um Mustererkennung. Und das ist ja nur Training, Training, Training. Du musst einfach hunderte bis tausend Stunden einfach Schach vor dir gesehen haben, um Situationen wiederzuerkennen und dann aus deinen früheren Fehlern zu lernen, so wie bei jeder anderen Sache auch. Und es ist, glaube ich, echt weniger ein Intelligenztest als einfach das Commitment dieses Sports in Anführungsstrichen gegenüber, weil du einfach eine so elendig lange Lernkurve hast. Du wirst nicht eine Woche Schach spielen und dann irgendwie bestehen können in irgendwelchen Matches. Das ist einfach ziemlich ausgeschlossen, es sei denn, du bist vielleicht wirklich ein absolutes Intelligenz-Wunderkind. Aber es erfordert ein unfassbares Commitment, wirklich sich viel mit damit zu beschäftigen. Und das ist auch anstrengend. Das ist bei Hobbys auch oft der Punkt, die überfordern können. Wenn der Einstieg, was wir vorhin ja auch schon hatten, wenn der Einstieg viel zu groß ist und du viel zu viel selber mitbringen musst, um damit eventuell Erfolge und Spaß zu haben, dann vermeidest du vielleicht solche Hobbys auch. Ja, beim Schach muss man entweder wahnsinnig viel üben oder halt, wie uns Netflix beigebracht hat, ordentlich Drogen ballern. Ja. Ja, genau. Aber Lars, wenn man das jetzt nochmal auf FIFA bezieht, ich habe da jetzt auch viel drüber nachgedacht und ich glaube, es ist genau wie du sagst, dass der Reiz ist, das Emotionale mit reinzubringen, irgendein Arschloch auch mal zu besiegen, das vorher da 3 Stunden rumdribbelt und dir die tollsten Tricks zeigt und vielleicht auch noch 2-0 führt und du drehst es 3-2, dann ist es natürlich ein anderes Gefühl, als wenn du gegen den läppischen Computer das machst, das der keine Emotionen hat. Das war euch gestern Abend passiert, das klingt sehr... Nein, absolut nicht. Aber es ist wirklich, ich habe FIFA auch viel, ich spiele, weiß ich nicht, ich habe jetzt glaube ich ein Jahr nicht mehr FIFA gespielt und auch die neueste Version noch gar nicht gespielt. Aber davor hatte ich ein paar Monate, wo ich es intensiver gemacht habe und du konntest immer schon, finde ich, habe ich mir eingebildet, anhand der Mannschaftswahl des Gegners und so erkennen, was das wieder für ein Typ ist. Wenn das wieder so ein Paris Saint-Germain Neymar-Typ ist, dann wusstest du schon, oh Gott, da sitzt jetzt wieder so einer, so ein 17-Jähriger wahrscheinlich, der den ganzen Tag davor hockt und irgendwie, und dann noch nach dem Tor, je nachdem, wie die dann jubeln, da rege ich mich dann auch richtig auf. Ja. Jetzt jubelt der noch, Alter, überspring es doch und komm wieder zum Anstoß. Da kann ich mich so richtig in Rage bringen, was mich in dem Moment natürlich wahnsinnig aufregt, aber was, glaube ich, dann auch der Reiz ist, an der Sache mit echten Personen zu spielen. Und wenn du natürlich auch haushoch gewinnst, dann denkst du dir auch manchmal, hast du auch manchmal Mitleid dann mit dem anderen und so, das hättest du beim Computer natürlich nie. Und das ist, glaube ich, der Reiz, den es dann so ein bisschen ausmacht. Und zu überlegen, wo sitzt der andere jetzt gerade? Spiele ich jetzt gerade gegen jemanden, der irgendwo in ganz weit weg sitzt, also zum Beispiel in Baden-Württemberg oder so? Ja, also ich finde auch, dass man anhand von so FIFA-Verhalten, wie sich die Leute online auf FIFA Verhalten schön sehen kann, wie verroht die Gesellschaft ist. Also den Verrohungsgrad einer Gesellschaft siehst du schön auf FIFA. Beziehungsweise ich wundere mich nicht mehr darüber, dass die Welt teilweise so scheiße ist, wie sie ist, wenn ich mir anschaue, wie die Leute sich auch bei FIFA verhalten. Aber ich glaube, also, bei Spielen, ich will immer dieses Argument in den Ring werfen, dass es ja ein Spiel ist und das deswegen ja auch da ist. Dass, ich sag mal, das ist ja eine emotionale Spielwiese, wie wir schon gesagt haben. Und lieber, sag ich mal, da solche Sachen wie so ein Hass oder so ein Quatsch rauslassen, als das dann im echten Leben stattfinden zu lassen. Also diese ganze Kultur auch von so Ego-Shootern, dass man danach noch so teabaggt und so. Weißt du, also das sind so Sachen, die absolut pietätslos eigentlich sind und im echten Leben überhaupt keinen Platz haben, aber es ist da Teil von einer Kultur geworden, die das einfach irgendwie als witzig wahrnimmt, dass du jemanden erschießt und danach beugst du dich über jemanden und teabagst den. Gut, dass es da stattfindet, weil dann findet das Teabagging nicht im echten Leben statt. So. Aber ich spiele viel Apex, deswegen komme ich drauf. Es ist ähnlich wie bei FIFA. Also klar, ich ärgere mich auch über Leute, wenn du zum Beispiel in einem Teamspiel bist und deine Teamkameraden geben einen Fick auf dich, dann erlebe ich mich selber auch, wie ich einfach alleine vor meinem Fernseher mir runterbrabbel, was für ein Arschloch das gerade ist. Aber es ist gut, das zu erleben, weil man will ja was anderes erleben, als man im echten Leben vielleicht erlebt. Ja, aber ich glaube, jemand, der bei Apex teabaggt, der ist auch im echten Leben ein Arschloch. So, der lebt das halt nur anders aus.
Ich weiß nicht. Aber ich meine, so gut, Apex ist ein guter Vergleich, aber stell dir mal vor, beim Schach, ne, beim Online-Schach, du würdest immer, wenn jemand einen guten Schachzug macht oder so, müsstest du dir nochmal eine Minute lang die Zeitlupe ansehen, wie dieser Schachzug gemacht wird. Oder wenn du dann geschlagen wirst, dann fängt der gegnerische König an, zu tanzen und deinen König zu, und deinen König zu teabaggen. Alter, das ist ja fantastisch. Das könnte so, was sein, Lars. Ich finde das richtig Wenn man gut. diese Viecher-Mechaniken da mal rüberzieht in so einen Online-Schach, ja, das könnte ja, wirklich ja. was sein. Such dir die geilsten, oder kleide deine Schachfiguren in die geilsten Trikots ein oder sowas. Ja. Das, so oder auch so eine Slow-Mo, wie der Bauer dann übers Schachfeld läuft und dann rumschreit, wie dumm du bist, während er gerade den Läufer weggehauen hat. Ich finde das richtig gut. Sollte man das vielleicht mal programmieren. Das ist fantastisch, wirklich. Ja. Aber was mir auf jeden Fall hilft in den Fällen, wenn ich mich bei FIFA auch drüber aufrege, wenn jemand lange was irgendwie sich da blöd mit so Tänzen und so freut, ist, Marc, du hast es schon gesagt, dass irgendwie so ein 17-Jähriger, ich stelle mir dann immer tatsächlich so einen 13-, 14-Jährigen vor. Ja, wahrscheinlich. Und dann denke ich mir, wie albern es ist, dass ich mich gerade aufrege als 32-Jähriger gestandener Mann, dass mir so ein 13-Jähriger, der gerade zum ersten Mal onaniert hat und danach sich halt so doll darüber gefreut hat, dass er mich besiegt, dann lass ihm doch seine Freude. Das denke ich mir dann immer. Also ich habe halt oft das Gefühl, dass sie währenddessen, während sie mir das Tor reinschießen, onanieren. Ne? Also das ist so meine Vorstellung. Ja. Oder auf den Jubel, den sie dann machen. Aber es ist ein anderes Thema. Aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, ne, was, die können ja nichts dafür, die 13-, 14-Jährigen, wenn ihre großen Vorbilder, die Fußballer, sich eben auch so freuen. Ja. Also es, du siehst ja, ich finde es immer so sympathisch, wenn sich halt Fußballer einfach nur natürlich freuen und nicht da irgendwie dann einen riesen Tanz machen und dann so eine eingestudierte Choreografie. Das finde ich jedes Mal einfach so. Natürlich sieht es ab und zu cool aus und so, aber es, also ich finde es so albern. Und, aber es ist, ja. Ist dann schön zu sehen, so alte Bilder aus den 70er, 80ern, wo die Torschützen dann danach immer nur so hochgesprungen sind. So. Ja, hey. Ja, aber weißt du was? Das ist, glaube ich, das ist die natürlichste Form der Freude. Da hat man sich noch nicht drüber Gedanken gemacht, wie man sich freut. Also wenn wir nicht von der Gesellschaft beeinflusst worden wären, dass wir immer einen Samba-Tanz hinlegen müssten, wenn wir uns freuen, dann würden wir auch einfach nur hochhüpfen und uns freuen. Das ist echt ein guter Punkt. Ich glaube, diese ganze Sache, diese ganze Kultur des Freudentanzes und so ist natürlich total katalysiert dadurch, dass die Leute ihrer Sendung bewusst sind, ne? Dass sie halt sagen, okay, ich will möglichst cool rüberkommen, dann spielt das Ego eine Rolle, aber ja, interessanter Vergleich, hatte ich nicht so vor Augen, aber. Das siehst du halt auch, je nachdem, wie wichtig das Tor ist, desto unchoreografierter ist natürlich der Jubel, weil wenn es jetzt irgendwie die Verlängerung im Pokal-Halbfinale ist oder in der 119. Minute wird der Ball darüber gedrückt, dann siehst du natürlich einen echten, ausgelassenen Jubel. Aber wenn es irgendwie das 4:0 von Bayern gegen Arminia Bielefeld ist oder so und dann kommen diese einstudierten Sachen, hier, ich stelle mich dahin, du tust den Fuß darauf und dann tue ich so, als wenn ich den so sauber wische oder so, wo du genau weißt, die rechnen im Vorfeld mit dem Tor und besprechen schon mal, was sie dann machen können, sobald der Ball wirklich drin ist. Ey, das, ach Gott, nee, das ist aber cool. Ich weiß nicht, was der Bayern-Vergleich soll, aber da stimme ich dir schon durchaus. Ach so, nee, weil ich die einfach mega unsympathisch finde. Okay. Ja, dann habe ich mir wiederum jetzt gedacht, wie wäre das, wenn im Schach die tatsächlichen Schachspieler auf so einem Turnier, nachdem sie gewinnen, auch so eine einstudierten Tanz machen oder den anderen Schachspieler teabaggen würden. Das sind vielleicht Dinge, die nicht eins zu eins übertragbar sind auf den Sport des Schaches. Ja. Wobei Jan Gustafsson würde sicherlich auch sagen, dass auch im Schach einiges so an Shit-Talk während des Spiels und danach Alter, ich glaube, ich google gleich im Anschluss die Top 10 Schachausraster. Oh, wenn es das Video gibt, dann ist es auf jeden Fall sehenswert. Und auf Platz 1 ist nur einer, der so zuschiss. Ach, verdammt. Oh scheiße, es könnte der NDR-Matz sein. Verdammt. Das müssen wir vielleicht wieder rausschneiden. Ja, ich sehe da was sehr Großes von mir. Könnt ihr euch dran erinnern, wann ihr euch das letzte Mal so richtig grün und blau, sagt man, glaube ich, grün und blau geärgert habt. Sagt man das? Ja, grün und blau. Ey, was mich im Alltag, da habe ich neulich gerade drüber nachgedacht, was mich wirklich so wahnsinnig viel zu sehr aufregt, also was es überhaupt nicht wert ist, aber wo ich wirklich richtig sauer werde, sind so Mini-Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ich will was anklicken auf dem Handy und es rutscht im letzten Moment dann doch woanders hin oder so. Wenn sich so eine Seite noch gerade aufbaut und ich sehe schon den Link, wo ich rauf will, zack, und dann in der letzten Millisekunde rutscht es doch woanders. Also das regt mich viel zu sehr auf, als es eigentlich möglich wäre. Ja. Aber das ist wirklich, also
generell finde ich auch so Cookies und so, dass wir eigentlich, wir haben so 1000 Jahre der Wissenschaft, wir haben dieses Internet erfunden, wir haben jetzt diese Geräte, um das perfekt abzurufen und jetzt sind wir an dem Punkt, dass du, egal wo du hingehst, du erstmal so gefühlt 5 Checkboxen wegdrücken musst, dann okay drücken musst und dich durch so eine Werbewand scrollen musst. Also wir haben technologisch was Perfektes geschaffen, was wir aber dann trotzdem wieder so unfassbar unusable gemacht haben. Das finde ich schon auch, das kann einen wirklich ärgern. Ich habe aber ganz anders praktisch, habe ich mich neulich am meisten geärgert, das weiß ich noch ganz genau, weil das vorgestern war, bin ich in den, ich bin im Proberaum, also wo Schlagzeug steht und so, reingelaufen, bin dann rausgegangen, habe abgeschlossen und dann ist mir aufgefallen auf dem Weg nach Hause, so ziemlich kurz vor zu Hause, dass ich meinen Wohnungsschlüssel da drin vergessen habe im Proberaum. Dann bin ich wieder zurück zum Proberaum. Man muss immer in den dritten Stock, so ein Bunker, dritter Stock, also Tür unten, dritter Stock hoch, Tür, Flurtür auf, dann so ein Schwerschloss abmachen, so ein Metallriegel von der Tür wegmachen, erste Tür aufschließen, zweite Sicherheitstür aufschließen und dann bist du im Raum, dann kannst du dir den Schlüssel rausholen, dann musst du das Ganze wieder rückgängig machen. So erste Tür abschließen, zweite Tür, Riegel vor und dann diese Flurtüren, 3 Stockwerke nach unten und so. Und dann bin ich rausgegangen, wieder auf halbem Weg nach Hause, ist mir aufgefallen, dass mein Handy jetzt auch noch im Proberaum ist. Nein. Und ich wieder den, ich habe ungelogen eine Stunde meines Lebens damit verschwendet, eigentlich nur anderthalb bestimmt, eigentlich nur nach Hause zu gehen, weil ich zu dämlich war, an so Dinge wie das Handy und den Schlüssel zu denken. Ey. Das hat mich sehr geärgert. Über sich selber ärgern ist wahrscheinlich auch das bitterste Ärgern. Ich hätte jetzt irgendwie schwören können, als du die Geschichte angefangen hast, dass du, sobald du zurück nach dieser Riesenprozedur bist im Proberaum und da den Schlüssel suchst, dann merkst, dass er doch wieder in einer anderen Jackentasche die ganze Zeit war, weil das ist auch, das sind auch so Momente. Ja, genial. Ja, so also die Brille die ganze Zeit aufhaben, ne? Das ist so der Moment. Ja, über sich selbst ärgern ist sicherlich das Härteste, was einen am meisten angreift. Ne? Also so Sachen verlieren oder auch so Handy runterfallen lassen, dann geht es kaputt und dann denkt man sich halt immer, oh, hätte man kurz vorher gespeichert, ne? Ja, ich habe gestern wiederum, habe ich mich auch leicht geärgert, weil ich gestern mir wieder, ist auch quasi zu einem Hobby von mir geworden während der Quarantäne, ich habe mir wieder selber die Haare geschnitten gestern und habe mir sieht dafür... Ja, danke. Stark, ja. Das sieht man jetzt auch gut mit dem Kopfhörer. Es sieht nämlich beschissen aus. Ich trage den nicht nur für die Aufzeichnung, ich habe den die ganze Zeit auf jetzt, weil das leider ein bisschen misslungen ist. Willst du uns das zeigen wollen oder nicht? Nein, es ist nicht so spektakulär. Ach, so. Hast du mal Gunnar gesehen, nachdem er sich die Haare geschnitten hat? aber jedenfalls habe ich mir zu Beginn, also vor einem Jahr circa, irgendwie diese Haarschneidemaschine geschossen und habe aber sofort danach, wie auch immer es möglich ist, das Aufladekabel verloren dafür. Das ist so ein ganz spezielles, das ist so ähnlich wie diese, ja, kann man überhaupt nicht beschreiben. Hier sowas. Nein. Naja, ist halt so ein typisches, was auch in Rasierer manchmal kommt, so ein ovales Ding mit 2 Löchern drin und dann kommt das da rein, so relativ klein. Irgendwie gab es auch früher oft bei Kassettenrekordern so ähnlich in ein bisschen größer. Halt dieses, gibt es bestimmt einen tollen Namen für, keine Ahnung. Und jetzt habe ich ein Jahr lang mir damit immer mal die Haare geschnitten und der Akkustand, das hat so eine digitale LED-Anzeige, liegt jetzt bei 20% oder 30% lag er. Das heißt, ich wusste... Es könnte sein, ich fange an jetzt mit der Frisur und mittendrin war es das dann womöglich. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Es war jetzt keine sehr teure Maschine, es hätte sich jetzt nicht gelohnt, da irgendwie ersatzteilmäßig dieses Kabel nachzubestellen. Und dann habe ich mir gedacht, du hast jetzt noch eine Möglichkeit. Du hast ähnliche Kabel, du könntest sie zurechtschnitzen, damit sie da reinpassen. Weil ich mir dachte, kann es sein, dass sie so unterschiedliche Voltanzahlen und so haben? Weil eigentlich ist davor, es ist halt einfach nur das Stromkabel, da ist kein Trafo oder sowas davor. Eigentlich müsste es gehen. Und in diesem Moment sind wahrscheinlich die Kommentarspalten auch schon voll unter diesem Almost Daily. Das sollte man vielleicht prüfen, bevor man das Messer anlegt, denke ich. Ja. Ich hab gedacht, komm, du hast jetzt entweder die Möglichkeit, das Ding, der Akku ist leer und du kannst die Maschine nicht mehr verwenden. Oder du probierst es einmal und es geht schief und du kannst das Ding nicht mehr verwenden. Deshalb dachte ich mir, komm, du nutzt jetzt, versuchst die Chance zu nutzen. Und ich kann euch sagen, das kann tatsächlich sein dann mit unterschiedlichen Stromstärken und so weiter, weil es sofort einen Kurzschluss gab, als ich es dann reingeprügelt habe und das Ding einfach hinüber ist seitdem. Und jetzt kam es zu folgender Situation. Ich habe noch eine andere quasi so eine Bartschneidemaschine.
auf die passen die Aufsätze von dem anderen aber nicht. Das heißt, ich habe diese Frisur jetzt gemacht, weil das andere Ding ja den Kurzschluss hatte, indem ich vor meine andere Bart-Haarschneidemaschine die Aufsätze so rangehalten habe von der anderen und dann gleichzeitig mir so mit den zu großen Aufsätzen für diese Haarschneidemaschine mir die Haare geschnitten habe. Aber dafür hat es einigermaßen funktioniert. Aber jetzt habe ich mir auch gesagt, die Friseure sollen jetzt auch wieder ihr Geld verdienen, weil theoretisch ist es ja jetzt auch wieder möglich. Ich werde mir keine weitere kaufen, sondern dann es ist offensichtlich auch gefährlich, ey. Vielleicht sind Friseure doch viel systemrelevanter als wir dachten. Wenn du bist ja offensichtlich bei diesem Friseurversuch anderthalb Mal fast gestorben. Ja. Das klingt einfach wie so eine Folge Jerks eher. Das klingt so witzig. Oder Pastewka vielleicht eher. Ja, ja. Also ich meine, man kann sich doch als Laie in so vielen Richtungen ausprobieren. Man kann sagen, ach, ich fange jetzt mal das Schnitzen an und dann schnitzt du dann irgendwie dir so einen Stock zusammen. Du kannst mal oder anfangen so ein Stromkabel. Malen. Oder du kannst mal irgendwie einen Tischler oder ausprobieren. Aber eine Sache sollte man als Laie nun wirklich nicht einfach mal ausprobieren und das ist alles, was mit Strom zusammenhängt. Du kannst doch nicht anfangen da am Kabel, also das sagt dir doch jeder, ja, da musst du natürlich... Natürlich. Naja, aber und dann vor allem, das, also, hast du einen Kurzschluss und dann. Aber ich wusste ich kann ja, das gar nicht glauben, du bist doch ein intelligenter Mann. Du hättest sterben können. Ich wusste ja, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Kurzschluss und dann fliegt halt die Sicherung raus und genau das ist ja auch passiert. Hä, also aber ich habe das Schlimmste, was passieren kann, dass du einen Stromschlag bekommst? Nein, ich habe ja das, ich habe natürlich an dem Gerät das Kabel eingesteckt, aber da, also ich habe nicht erst an die Steckdose und dann am Gerät versucht, das einzustecken, sondern natürlich erst das da und dann an der Steckdose. Das heißt, da, dass dann das auf mich überspringt, es wäre schon sehr unwahrscheinlich gewesen. Und wie gesagt, heutzutage sind die Sicherungen auch so. Genial. Ach Quatsch, nein, das ist. Du kannst heutzutage, glaube ich, auch probiert es bitte nicht aus, Leute, aber ich glaube, man kann sogar inzwischen der berühmte Trick mit dem Föhn in die Badewanne funktioniert sogar, glaube ich, schon nicht mehr. Weil die Sicherungen heutzutage so schnell, zack. Aber ich probierte, also es kann bei alten Sicherungen durchaus noch passieren, Leute. Versteht mich da nicht falsch und probiert es nicht aus. Vielleicht habe ich veraltete Sicherheitsvorstellungen, was Strom angeht, aber ich glaube, damit fahre ich ganz gut. Ja, seid immer vorsichtig und macht so einen Quatsch nicht. Ja, lieber vorsichtig sein, wenn man einmal so richtig einen gewischt bekommen hat, dann weiß man das auch, ey. Das habe ich einmal... Sag mal, hast du schon? Ja, also nicht so arg. Also ich habe zweimal einen gewischt bekommen. Einmal, weil wir, als wir irgendwann als Jugendliche mal im Dorf waren und wir die geniale Idee hatten, hey, lass doch mal da diesen Stromzaun von diesen Rindern oder so anfassen. Und dann kam jemand auf die Idee, der immer schon so ein bisschen physikbegeistert war. Ey, lass uns doch alle an den Händen fassen und ich halte mich an diesem Straßenschild fest, weil dann sind wir geerdet. Dann knallt das noch geiler. Oh, geil. Und dann haben wir uns so zu dritt oder viert an den Händen gehalten. Und es macht ja immer so pick, 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 pick. Und es war halt so pick, oh, es zittert. Und in dem Moment, wo er sich an dieses Straßenschild anfasst, so geht es bei uns allen so durch. Und wir springen nach oben und dachten so, holy Jesus, das ist ja nicht ein bisschen doller gewesen, sondern das war ein ganz anderes Stromerlebnis für uns alle, sag ich mal. Ja, das war schon erstaunlich tatsächlich. Und einmal bin ich noch gegen so ein Deckenkabel gekommen. Bei der Lampe. Oh, shit. Ja, das hängt ganz gut. Dazu habe ich noch ganz schnell drei Tipps, die man sich angucken kann. Oder der erste zu dem Stromding, da gab es mal eine sehr gute Folge Brainiacs zu. Die haben genau das gemacht und dann versucht, über so Menschenketten mit Styroporplatten drunter und so, was passiert, wenn alle zwischendurch auf Styropor stehen und nur der Letzte ist geerdet, kriegt dann nur er den Stromschlag und bla und blub. Sehr gute Folge, kann man mal bei YouTube googeln. Und eine Anekdote noch zu Stromschlägen, das habe ich mal gesehen bei so einer irgendeiner Serie, wo so Rettungssanitäter und so begleitet wurden und da gab es einen Stromunfall mit einem Kind. Das ist ja immer die größte Sorge, dass die in die Steckdose irgendwas stecken und dann den Stromschlag kriegen. Und da habe ich gelernt, dass es sehr wichtig ist, dass der Strom irgendwo wieder rauskommt aus dem Körper, weil das dann ungefährlich ist, dass er also quasi nur durchgeleitet wurde sozusagen. Wie du sagst, dass das Kind irgendwie geerdet wurde am besten und so. Und dann haben die nämlich, weil man diese Verbrennung sehen kann an der Hand sozusagen, da tritt er ein und dann haben die das Kind, den Körper, abgesucht nach dem Punkt, wo der Strom wieder ausgetreten ist. Da gibt es dann nochmal so einen kleinen Punkt und wenn sie den finden, dann ist es irgendwie besser. Und letzter Punkt dazu, es gibt einen sehr schönen Clip, wo irgend so ein Handwerker, gibt es glaube ich auch bei YouTube zu finden, war auch mal so ein TV-Total-Ausschnitt oder so, so einen Kronleuchter aufhängen will abmontieren will und der leuchtet halt noch.
Und er will den abdrehen und kriegt dann auch voll eingewischt und lässt dieses mega Kronleuchter-Ding fallen und beschwert sich dann, ja, da ist ja noch Saft drauf. Aber es hat halt vorher geleuchtet. Also man hat eindeutig gesehen, dass da Saft drauf war, aber es ist ein sehr schöner, da ist ja Saft drauf. Also wer macht denn hier das? Also das ist auch ein schöner Moment. Das waren noch meine 50 Cent zum Abschluss zum Thema Stromunfälle. Guckt euch da gerne mal ein paar Clips an, Leute. Empfehle ich euch. Ich merke schon, wir hätten eigentlich heute über Strom sprechen sollen. Da ist ja, so viel Anekdotenpotenzial. Ich habe zum Beispiel auch mal das mit dem mit einer Menschenkette an einem Stromzaun ausprobiert und bin dann als Dritter oder Vierter da gewesen und bin wirklich umgeflogen. So stark hat es mich erschrocken zumindest. Und dann habe ich irgendwie gelesen, dass es stärker wird, je mehr. Und dass der Letzte fühlt es am stärksten. Kann aber auch Quatsch sein, aber da hat ja Marc sicherlich auch gerade einen ganz guten Tipp genannt, wo man da nochmal das Ganze nachschauen kann. Also ihr Lieben, mir hat es richtig viel Spaß gemacht mit euch, Ben und Marc. Vielen Dank. Ja, danke dir, Lars. Danke dir, Marc. Ebenso. Auch mit euch da draußen war das eine Riesenfreude. Scheiße, dass ihr uns zugehört habt. Ach, guck mal. Toll. Aber ihr seid die ganze Zeit so hell. Leute. Ich gucke immer, wenn ich hier reingucke und uns drei nebeneinander sehe, ich sehe aus wie so ein, weiß ich nicht, das ist richtig traurig aus verglichen mit euch. Ihr habt so ein richtig schönes, helles, nettes Leben, ey, und ich sehe aus, als würde ich im Keller rumhängen. Das ist totaler Quatsch. Nee, ich finde, du siehst verrucht und interessant aus, dadurch, dass es so dunkel ist bei dir. Also lasst ein Like auf diesem Video da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Almost Daily. Bis dann, ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/almostdaily.